Solo meinerseits. Na, stimmt schon, stimmt schon, stimmt schon. Ich spüre es nur ein bisschen anders als auf der Platte. Okay, ich glaube, das passt. Du musst nicht kaputt proben. Ich sage meinen Schülern im Gymnasium einmal: Kinder, wenn es musiziert, tut es nicht proben, spürt es. Weil das, worauf es ankommt in der Musik, das kann man nicht proben. Das ist einfach da oder nicht. Oder nicht. Die wichtigen Dinge wie Feeling, Groove, Riesen. Hm? Riesen. Rhythm. Ich sag's meinem Slang. Ne? Oder glauben Sie, der Mozart hat geprobt oder der Beethoven, der war taub, der hat andere Sorgen gehabt. Ne? Auch wie ich noch musiziert habe bei The Violets, wir haben auch nie geprobt und trotzdem sind wir nichts geworden. Ne? Also da hat es einen Gitarristen gegeben, der war Wahnsinn. Ne? Der hat soliert, hab nicht einmal ihn mitkönnen. Ne? Jetzt ist er 32 und bei der Bundesbahn. In 2 Jahren geht er in Pension. Was hat es ihm genutzt? Fein. So, Herr Staudinger, Frage. Sie sitzen immer beim Musizieren, das wundert mich, wegen einem Groove, gell? Also ich meine, ich möchte Sie nicht belehren, aber hören Sie sich mal den Unterschied an. Ich meine, es muss ja einen Grund haben, warum die Neger in den Baumwollfeldern niemals sitzen, ne? Oh, die Zeit rast, wir müssen weitermachen, aber ich finde es schön, dass wir ein bisschen ins Plaudern gekommen sind. Lied Nummer 5, A-Moll Groove, let's go! Moment, seid lieb, hört's zu. Die Feierlichkeit danach, das ist mein 30. Geburtstag, da kommen wirklich alle wichtigen Menschen aus meinem Leben, also der Schulwart, der Direktor meiner Schule, die Kolleginnen vom Lehrkörper, meine Frau. Und mein kleiner Bub kommt, das ist ganz wichtig, und die ehemaligen Bandmitglieder von The Violets. Und ich möchte wirklich, dass die Musik fährt, damit sie sich ein bisschen ärgern. Der ehemalige Organist kommt auch, der ist auch mir zu spät gekommen. Dürfte Organistenkrankheit sein. Jetzt ist es wurscht, wann er kommt, jetzt fordert er für die Rettung. Let's go! Lustig ist ja, wie ich noch musiziert habe, ist wirklich nur darauf angekommen, was man können hat. Ne? Da war noch nicht so viel Bedeutung beim Equipment. Wir haben total harte Bedingungen gehabt. Wir haben oft gespielt vor 3 Erwachsenen und einem Hund. Auf Einnahmenbeteiligung. Das finde ich interessant, dass ich das jetzt anspreche. Wir müssen nämlich ein bisschen über Ihre Gage reden, also konkret über deren Höhe, also Tiefe. Das Buffet hat nämlich ein bisschen mehr gekostet, als ich geglaubt habe. Und da müssen wir... Wozu ich den bezahle, weiß ich nicht. Schöne Idee. Sagt's, Kinder, habt ihr einen Dusch im Repertoire? Ja. Geht das ein bisschen lustiger? Ja. Noch lustiger? Na, ist mir schon zu ausgelassen. Wir nehmen den 2. bitte. Meister, was machen Sie da mit dem Licht? Darf ich das einmal sehen, bitte? Aha, sehr schön. Wollte nur vergewissern, ob es ein Effekt ist oder ein Wagler. Lass mal weg, ne? Gut. Kinder, am Anfang von dieser Feierlichkeit werde ich eine Begrüßungsansprache halten, wo ich die wichtigsten Gäste begrüßen werde, hauptsächlich verbal. Und ich glaube, wir könnten das ein bisschen proben, weil ich bin mit dem Text ohnehin noch nicht so firm. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr was drunter legt, irgendeinen Teppich oder so. Gell? Proben wir mal die Ansprache. Let's go! Ja, willkommen, meine Damen und Herren, es begrüßt Sie, Robbie Brenner, zu unserer kleinen
einen bescheidenen Fire. Yeah, ich möchte gleich mal die Band vorstellen. Es ist die Violets Revival Band. Applaus für die Dead Violets. Dankeschön. Und um die Stimmung gleich einmal zum Scheiße, wo ist mein Text? Ja, ist mehr Jazz, gell? Das Problem, was ich habe beim Jazz, er ist relativ intellektuell. Ne? Heute kommen aber hauptsächlich Lehrer. Ne? Und andere Akademiker. Ich glaube, da müssen wir das Latterl ein bisschen tiefer ansetzen. Gott sei Dank habe ich was vorbereitet. Ich komponiere nämlich ein bisschen. Ich würde sagen, wir machen die Ansprache ohne Musik. Da versteht man vielleicht den Text. Und Ihr Stichwort zum Einsatz wäre dann, und um die Stimmung gleich einmal zum Höhepunkt zu bringen, ein paar selbstverfasste Couplets. Ist zwar französisch, aber merkbar, glaube ich. Ich fange einmal an, hoffentlich ist es nicht zu kompliziert. Ich begrüß den Herrn Direktor, der was immer sehr lieb zu mir war. Dusch! Scharf, aber witzig, was? Ich begrüß den ehemaligen Gitarrist, obwohl er inzwischen schon dicker ist. Dusch! Okay, der hinkt noch ein bisschen. Aber ich habe noch 33 andere. Den Besten. Ich begrüß den Trafikant, der uns abgeht, weil sein Rollstuhl beim Tausender Service steht. Dusch! Einer nur, wir nehmen den zweiten. Der Trafikant und ich, wir lachen immer sehr. Ich gehe mir in den Trafik und sage, bitte die Chick aus der obersten Lade. Also, wir lachen immer, also eher ein bisschen weniger. Konkret gar nicht. Aber der hat Humor, der steckt das weg. Wie könnten wir dieses Lied beenden? Ist eine Möglichkeit, wir nehmen aber eine andere. Es darf natürlich nicht nur gelacht, sondern auch getanzt werden. Und durch, drei. South America, gra. Gasolierung, Kokos, gra. Wow, Brasil. Ja, danke, danke, danke. Danke, danke. Sehr bemühtes Solo, aber kann man es vorstellen? Sagt's, Kinder, habt ihr nicht auch den Eindruck, dass unsere Dekoration ein bisschen linkslastig ist? Es schreit irgendwie rechts nach einem Luftballon, gell? Irgendwie so, es schreit. Das nächste Lied ist das Lied Nummer 6 für meine Gattin, die Silvia. Die habe ich kennengelernt am Schulskikurs, beim Tanzabend. Bin zu ihr gegangen und gesagt, Senorita, ein Tanz kann ihr Leben verändern. Gar, hm? Sie hat gemacht, schlagfertig, ne? Hammer tanzt. Ah, sie trinken Bier, gell? Aber sieht man das, ja? Ja. Bin Gott sei Dank schon weg davon. Bei mir war es ziemlich schlimm. Ne? Bin einmal nach so einer Promillennacht in die Schule gekommen und habe mir gedacht, bist du Töpper, die sind alle gewachsen. War ich so lange im Koma? Nein, es war Elternsprechtag. Und
Man gedacht, aus, weg, kein Alkohol, kein Nikotin, also geraucht habe ich nie. Und habe da begonnen, vegetarisch zu essen. Da hat man mal ein halbes Jahr durchgefallen. Das gehört so, das bleibt auch so, bis man wieder Fleisch isst. Ich meine, ist auch relativ normal. Ne? Also, ich weiß nicht, ob Sie in der Landwirtschaft bewandert sind, aber wenn Sie so reinsteigen in einen Kot von einem Wiederkäuer, ist auch nicht hart in dem Sinn. Nicht? Ja, ist interessant, reden wir ein bisschen drüber. Ja? Wie ist es bei Ihnen? Ja, ich weiß nicht, ich isst Fleisch und ich steige selten ins Klo. Also ah, naja. Naja, ist klar. Ne? Ja, so gesehen, ja. Kennengelernt am Skikurs, erstes Puzzle im Kino, Frankenstein Junior. Haben wir den Maturaball gemeinsam eröffnet, habe ich gewusst, sie ist es. Sind wir zusammengezogen in so eine Gemeindewohnung, das sind die mit den hohen Räumen, wo man nur knien duschen kann. Um 5 Uhr in der Früh sind die Fernlastler vorbeigefahren und am Sonntag haben wir gelüftet. Aber das Zusammenleben war von Anfang an großartig. Also, während meine Frau zum Beispiel Staub gesaugt hat, habe ich dabei mit dem Schachcomputer gespielt. Oder während sie die ganze Küche geputzt hat, habe ich dabei am Klo einen ganzen Spurt gelesen. Wir haben alles parallel gemacht wegen der Zeitersparnis. Ne? Oder während sie sich geschminkt hat zum Fortgehen, habe ich dabei, weil wir früher fertig, die Schachfiguren aus dem Staubsaugersackel geholt. Aber sie werden sie dann ohnehin kennenlernen. Und meinen kleinen Buben auch, der ist ganz frech. Der sagt immer Babschi, Popschi zu mir. Hm. Frech wie die Mama. Herr Staudinger, geben Sie mir bitte das Handy. Das Handy, bitte. Na, Sie sind ja ein Sprinter, hm? Brenners? Hallo, grüß dich. Organist. Bitte? Du kommst später. Überraschend. Wann kommst du denn? In einer halben Stunde. Wo bist du denn gerade? München. Alles klar. Du, warte mal. Du, ich hab was für dich. Herr Power, links los. Hörst du noch was? Ist ja Organist, gell? Aber der spielt das nur mit einer Hand. Wirklich, in der anderen hat er Punschkrapferl. Du, verfahr dich nicht, gell? Bei Salzburg links. Und dein Hund nimmst du nicht mit, gell? Wegen der Vibrations, gell? Für dich. Der hat eine Dogge. Bei uns in der Siedlung hat es einen Kinderspielplatz gegeben, den hat er nie benutzen können. Oder wenn, dann nur mit Stelzen, nicht? Der war immer zugeschissen. Bei uns in Wien wäre es überhaupt gescheiter, wir hätten eine Hundebeihilfe und eine Kindersteuer. Ne? Nein, die Hunde waren die absoluten Kings bei uns in der Siedlung. Wir haben einen gehabt mit einem Dackel, den hat er immer getragen. Also, der hat einen Steireranzug gehabt, der Hund. Ne? Wieso tragt man eigentlich einen Hund? Der hat 4 Füße, 2 mehr als ich. Super süß war auch immer der Pudel vom Nachbarn, den habe ich mir was gegeben, wenn was übrig geblieben ist, so vom Chili con Carne und so. Aber das Erstaunliche ist, die Pudeln stecken das weg. Die Nachbarn waren toll, die haben immer gerauft. Nicht? Beim Gemeindebau hört man ja alles durch. Nicht? Da gibt es ja praktisch keine Wände, sondern nur so Tapetenhäuter. Auf die Nachbarn habe ich mein Lied geschrieben. Okay, ich singe es Ihnen vor. Sie heißt Trudel und ist Hausfrau und wohnt auf der 22. Stirn. Er ist der Kurtel und kein Hausmau. Und wenn er besoffen ist, dann haut er die Trudel aufs Hirn. Singt von Anna, Tana, Nana, hätte Stimmung im Gemeindebau. Es gibt noch eine zweite Strophe. Am Abend kommt der Kurtel arm zu seiner Trudel und wüh. Er kommt von hinten beim Zwiebelschneiden, aber die Trudel kommt nie. Singt er. Ja, das waren die Nachbarn, wie gesagt. Die haben sich dann überraschenderweise getrennt. Er hat sich dann so eine Thailänderin gekauft. Ist auch hochvernünftig, so eine Thailänderin passt auch größenmäßig besser in eine Gemeindewohnung. Jetzt haut er die Thailänderin. Aber zum Hund ist er immer sehr nett. Das ist Wien. Ja, ich würde sagen, lass mal den Luftballon. Bleiben wir linkslastig. Hm? Die Leute werden sich fragen,
Wieso hängt da rechts kein Luftballon? Subtil. Ich verstehe das überhaupt nicht, warum eigentlich die meisten Menschen, die einen Hund haben, ein bisschen sind. Ne? Ja, ich weiß nicht. Ich habe meinen erst seit 3 Jahren, aber sobald ich es weiß, sage ich es Ihnen. Fettnäpfchen. Da haben wir schnell weiter. Lied Nummer 8. Das ist der Landler, der heißt Da Hoam, wie sonst. Den spielen wir für den Herrn Direktor, den hat er ganz besonders gern, wenn er was getrunken hat. Und wir spielen es in A, wenn ich es finde. Ja, was büchser knallt und der Gamsbock voll und die Sängerinnen voll, dass der Sänger festknallt, ja, da bin ich daheim. Leg euch schon aus, weil wo ich nicht zu Haus bin, da bin ich nicht zu Haus. Ja, da rei, ja, ja, da rei. Darf ich kurz Ihr Handy benutzen? Wozu genau? Ja, ist ja eine Zuhilfefrage. Telefonieren, ne? Aber Sie kennen die 3 Grundgesetze des Handytelefonierens: kurz, kurz und kurz. Das nächste ist das Lied Nummer 12, das ist der Samba, den wir überraschenderweise südamerikanisch anlegen werden. Und wir werden dann so... Brauchen Sie eine zweite Hand, oder? Nein, tschüssi, das ist das Handy vom Turnlehrer, der wirkt mir, wenn er die Rechnung kriegt. Draußen wäre ein Münzfernsprecher, der nimmt alles, auch Ihres. So, bis der Herr Staudinger zurückkehrt, würde ich sagen, tun wir uns ein bisschen entspannen, relaxen, denken wir darüber nach, was haben wir heute erlebt, gehen wir in uns. So, meine Herrschaften, das ist jetzt ein Musikbeispiel, wer kann mir sagen, was es ist? Gut, ich helfe euch ein bisschen, es ist ein Gitarrenkonzert, Johann Sebastian Bach, 1685 bis... Wurscht. So, jetzt vielleicht diejenigen, die bei mir in Musik maturieren wollen. Was haltet ihr davon? Nehmt Stellung, Gruner, Schaas. Mhm. Schön. Kannst du das argumentell untermauern? Altmodischer Schaas. Sehr schön. Gibt's Gegentheorien? Leiser da hinten mit den Skiübertragungen. Danke. Hey, lass den Flo mich vielleicht ein bisschen leiser aufhüpfen. Ist ein Springmesser, Entschuldigung. Sorry. Seid ihr Wahnsinn, ich glaube, ich merke es. Ich kann auch ganz anders, ich kann auch ein Strenger sein, ich kann auch einen Test machen, ich weiß, ist euch wurscht. Aber Kinder, seid gescheit. Hm? Brenners? Hallo Mama, grüß dich. Wie kommst du zu der Nummer? Rufumleitung, scheiße, ja. Ja, du, nein, ich weiß nicht, wo ich bin, ich habe die Adresse verloren, ja. Bitte? Nein, ich brauche keine Hilfe mehr. Das Buffet ist fertig, es gibt Brötchen, ja. Es ist schon was Ordentliches. Es gibt auch was Warmes, Kürbiscreme-Bouillon. Ist kein Schmoren, ist eine Suppe. Ja. Ah, was? Ah, du hast es wieder mit der Hüfte? Na, es ist eh so ein scheiß Wetter, kannst froh sein, dass du nicht mehr raus kannst. Ja. Ja, klar. Na fein. Bitte? Ich komme am Sonntag. Ist mir egal, was du kochst. Gansel mit Rotkraut, was Leichtes, schön, ja. Mhm. Na, Kamalakow nachher, bitte Gnade, ja, 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 ja. Bitte? Ja, ich komme am Sonntag, wir gehen aufs Grab von Papa, du überlebst uns alle und ich bin im Stress. Ja, gut. Die Orchideen sind kaputt, ja, was soll ich machen? Mama, schau, ich bin im, ja, kauf da welche, ich zahle das, hast du schneller. Okay, gut, Bussi, Papa, Bussi, ich habe Bussi gesagt, dreh den Hörer um, ja, Papa. Meine Mutter,
kocht super altböhmisch. Ich wundere, dass ich noch keinen künstlichen Darmausgang habe. Very nice. Nein, noch keinen Google-Umf. Sehr lieb, gell? Baba, ciao. Ah, der Herr Staudinger ist blitzartig zurück. Wir können ebenso blitzartig weitermachen, bitte. Hätten Sie was Alkoholfreies für mich? Ja, ich trinke das schnell aus, ne? Haben Sie schon einen Bandnamen? Humoriden wäre passend. Okay, dann mal weiter. Wir machen noch einmal den Schluss vom Ländler, bitte, damit ich reinkomme. Eins, zwei, drei, zwei, zwei, drei, vier. Ja, was ist los? Sind wir da mit dem ÖGB? Oder? Nein, ich verstehe es ja. Es ist nicht unsere Musik und der Direktor steht drauf und ich bin noch nicht pragmatisiert. Man mag auch privat lieber intellektuellere Geschichten, Brecht zum Beispiel, oder Kabarett, gehe sehr gerne ins Kabarett, diese Gegenöffentlichkeit, Wahnsinn, meistens gekoppelt mit einem super Bier. Meistens ist das Bier besser, also wirkt länger. Ich war unlängst beim bayerischen Kabarettisten, den kann ich im Übrigen sehr gut nachmachen. Überredet. Da bräuchte ich einen Spot, bitte, wenn Sie da was im Kistel haben. Sehr schön. Der sitzt meistens auf der Bühne und ist voll mit Hasch und Marihuana, also zurpufft wie ein Pueblo bei der Sonnenwendfeier. Grüß euch. Ich rauche momentan einen Traunsteiner Südhang. Ist das Problem beim Traunsteiner ist das, weil wir ein bisschen langsam gehen. Es ist schon vorgekommen, dass ich ein Lied fertig gespielt habe und dann habe ich erst zum Singen angefangen. Aber das passiert halt nicht. Das nächste Lied ist über die Flüchtlingswelle. Das Problem habt ihr ja auch. Ich hab's auch ein paar Arschlöcher, die zündeln, gell? Wisst ihr, warum bei uns in Deutschland die Republikaner vom Arzt keine Tabletten verschrieben kriegen? Weil Arschlöcher bloß Zapfen kriegen, gell? Das konnte man auf Österreich auch übertragen, nur bei euch heißen sie nicht Republikaner, gell? Einfach ehrlich, einfach Arsch, gell? Ja, wollt's denn nur, gell? Wir nehmen euch nimmer. Und passend zum Thema, das Lied heißt, warum soll einer deswegen bloß ein Arschloch sein? Vertrieben von daheim, eingestopft in den Lastwagen, ein Ehepaar und beide 80 Jahre alt. Seit Wochen nichts zum Fressen und viel zu wenig zum Anziehen. Ja, die Winter da herum bei uns sind kalt. Im Zug nur träumt der alte Mann, der kaum noch mehr was sieht. Davor, wie es früher war und weint dabei und lacht. Ich muss mich wegdrehen, sonst krieg ich mein schlechtes Gewissen. Oh Mann, wir haben schon wirklich sowas gebracht. Warum soll einer deswegen bloß ein Arschloch sein, weil anders ausschaut und anders ist als mir? Warum soll einer deswegen bloß kein Arschloch sein, weil er genauso ist wie mir? Dankeschön. Ja, das sind halt Inhalte, nicht so wie im österreichischen Kabarett, wo es immer noch geht um Scheiß und Arsch und Brunz. Ne? Einziges Problem, was diese Lieder haben, in der Wirkung aufs Publikum, sie wirken ungefähr wie ein Furz, der nicht stinkt. Nicht? Man hört sie zwar, lacht ein bisschen drüber, geniert sie für die anderen und wird erst die Falschen. Es ist jetzt halber vorbei, ich meine, es ist ihr Fest, aber... Da gehen sie noch zwei Nummern aus zum Proben, nämlich die Mitternachtseinlage und das Lied für meinen Buben. Die Kisteln werden zum Wegräumen, oder soll sie vielleicht machen, ha? Hätte nicht fragen dürfen. Also, mein kleiner Bub, der ist so gescheit, der ist 3 und weiß genau, dass in die rosa Papieren Mannerschnitten drinnen sind. Ne? Woher? Also, er sieht es im Fernsehen und die Oma gibt ihm welche, aber dass er sich das merkt. Gell? Oder wenn es bei uns zu Hause an der Türe läutet, der geht nicht zum Telefon. Ruft auch selbsttätig oft schon an, einmal haben wir das Wasserwerk da gehabt. Ne? Und er ist ein Clown, ne? Er nimmt den Sessel, stellt ihn zu den Heizkörper und uriniert in die Behälter von den Luftbefeuchtern. Da kommst du nicht drauf. Das verteilt sich. Hafenstimmung kommt auf. Ja. Lustig war auch die Geschichte, wie wir draufgekommen sind. Nicht? Wir haben damals so einen 80-jährigen Nachbarn gehabt, den haben wir schon in Verdacht gehabt. Und haben uns massiv beschwert, also Fürsorge, Ombudsmann, Hausverwaltung. Und der Alte war dann längst im Heim. Gell?
sind wir draufgekommen, als wenn ein Bub weitergestunken hat. Was er nicht so mag, sind ältere Frauen, da hat er ein Generationsproblem, gell? Wenn so eine ältere Dame kommt, auf typisch so, ja, wer bieselst denn du? Wie heiselst denn du? Oder die beste Frage von allen, bist du ein Bubel oder ein Mädel? Sagt immer ganz souverän hinterm Schnuller, dö. Da kommt der Papa durch. Wie geht die Mitternachtseinlage? Die Mitternachtseinlage, da muss ich ein bisschen ausholen. Das ist eine total lustige Nummer. Die haben immer gespielt am Gaskassierball, am Installateurball und bei den Senioren-Heizdeckenfahrten. Da bräuchte ihr ein lustiges Licht. Haben Sie da was im Kisterl? Waren Sie früher beleuchtet in der Orthopädie? Okay, lassen wir auch weg. Okay, Sie haben von mir einen Text bekommen, den lesen Sie bitte vor, mit Pep. Ihr seid so lieb, ruft euch ein. Und Moment, Gott sei Dank habe ich noch die Originaladjustierung von den Violets dabei. Wenn Sie die bitte anlegen wollen, bitte. So. Dass man schauen kann, vielleicht sind noch innere Rochaden vonnöten. Sie auch, Herr Staudinger. Ah, Sie haben schon, entschuldigen Sie. Okay. Wunderbar. Ich würde sagen, Sie lesen das vor, ich ziehe mich um und ihr ruft euch ein. Let's go. Ladies and Gentlemen, I would like to introduce to you Mr. Hast, ist es Ihr Ernst? Mega Funk? Megafunk, Tippfehler. Mr. Megafunk. Yes, it is him, the blowtorch of love, the burning boner, the beast, the animal. The sex machine from Floridsdorf. Mr. Hast es Robi oder Bobby? Improvisieren Sie was. Franz Brenners. Shall I move it? Von mir aus. Shall I groove it? Wie es glaubst. Shall I do it? Ja, mach halt. Right in the state chair. Na wurscht. Being like a sexy machine. Scheiß da nix. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Get up! Listen! Yeah! Stay in the seat, huh? Like a sexy machine. Right! Raise your arms up. Raise your feet up. Shall I go to the bridge now? Yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da zieh ich mich dann oben aus, also Leiberl weg, Unterleiberl weg, Hosenträger weg, nackter Oberkörper. Get up! Öster! Andere Seite. Shall I go to the shop for a second time? Yo. For a second time? Yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da zieh mich dann unten aus, also Hose weg, Unterhose weg, alles weg. Nackt wie Dieter Mohr. Und unter der Unterhose ist noch eine zweite. Da steht dann irgendwas wahnsinnig Lustiges drauf, wie zum Beispiel Ausfahrt freihalten. Naja, da haben sie immer sehr gelacht, die besoffenen Installateure. Very nice. Hallo Silvia, grüß dich, wie geht's dir? Gut? Mir geht's auch gut. Wie geht's dir? Immer noch gut, ja. Danke. Wie geht's sonst? Ja, du kommst? Kommst nie? Wieso? Der Bub ist krank? Wieso, was hat er? Schnupfen im Moment ist ja kein Grund. Na, ich sage nur, was? Ach so, na schade. Schade. Na, schade, ja. Wie geht's dir sonst? Haben wir schon. Ja. Na ja, gut. Na ja, dann rufe ich vielleicht einmal nächste... Nicht. Mhm, gut.
Na, vielleicht treffen wir uns einmal zufällig beim KGM oder so. Bitte? Nein, lass mir den Buh. Meine Frau, die Silvia, die würde wahnsinnig gerne kommen. Leider ist der Bub ziemlich schwer krank. Schnupfen, also schwerer Schnupfen. Der Robert, der heißt Robert, so wie ich. Also nicht wegen mir, sondern wegen meiner Frau. Die heißt auch Robert, oder? Das gibt's nicht, du hast Kabelfernsehen, auf jeden ist ein Schmoren. Papa, geh, komm, stör mich nicht, ich muss mich konzentrieren, was ist denn? Hä? Du bist überhaupt nur lästig, hä? Ich seh dich 2 Stunden in der Woche und du bist lästig. Was ist los mit dir, hä? Gib vielleicht die Indianer vom Plattenspiel, dass du mich spinnst, ja? Du sollst dir nichts angreifen. Greif nichts an, frag nichts und entwickel dich. Papa, ich mag eine Schokolade. Na, sicher nicht. Schokolade ist ungesund, da bekommt man kaputte Zähne. Außerdem habe ich schon die ganze aufgegessen. Ich mag aber kaputte Zähne. Sag mal, Robert, du redest überhaupt nur dummes Zeug, hä? Du bist 3 und redest nur dumm. Was ist los mit dir, hä? Geh, komm, geh was lesen, hä? Papa, was magst du? Ich suche einen Film. Für mich, nicht für uns. Schau, der lila Launebär und weg ist er. So schnell geht das beim Papi. Da, schau, ein Riesenslalom. Da kannst du mitschauen, der ist lustig. Der kommt jetzt zur Zwischenzeit. Boah, der ist weit hinten. Warum? Weil er Österreicher ist. Was ist denn jetzt? Papa, hast du einen Spatze? Ja, sicher. Alle Papas haben Spatzes, nicht? Und die Mama? Natürlich nicht, denk einmal nach, ne? Und der Nicolo ist mir wurscht. Und das Christkind? Ja, das Christkind, das... Wenn diese blöde Fragerei nicht sofort aufhört, wird der Papa bitter, bitter böse. Da gibt vielleicht die Zimtschnecke aus dem CD-Player, sag einmal. Ist sie noch ganz dicht, ha? Die gehört doch da nicht rein! Warum? Weil sie kein Loch hat in der Mitte, sag einmal. Spür dich ein bisschen, ha? Komm, geh zur Mama in die Küche, aber rasch. Aber die hat mich doch zu dir geschickt. An deinem Bett, du bist krank, hast Fieber und frierst, oder wann du mit Fützstift unsere weißen Wände beschmierst, wann du voll stolz dein neues Auto herzagst und lachst und mit Fleiß in die Spülzeugkisten kackst. Dann glaub ich bock das nie. Aber ich will mich ändern für dich und für mich. Wenn du hust nächtelang und wir sind schon alle geschlacht, dann spüre, da ist einer, der mich braucht. Wenn du fäust, weinst und drohst und der Schmerz ist riesengroß, dann nehm ich dich, dann hol ich dich, hey, ich lass dich nicht los. Was ist passiert, ich bin bei dir. Was ist passiert, ich bin bei dir. Passiert, ich bin bei dir.
Das hätte ihm gespielt, wenn er gekommen war, aber dann nicht gekommen ist. Lassen wir es weg. Na, ist eine schöne Nummer. Ja, dann ja. Spielen wir es. Au! Oh, in einer Viertelstunde kommen schon die ersten Gäste. Ich glaube, wir müssen uns umziehen, ein bisschen was rauchen. Also, Zigaretten natürlich, das ist klar. Aber wir ziehen uns um, wir rufen uns ein, aber ich habe das Gefühl, das wird total gut heute. Ich spüre, das hat total viel Pep. Herr Herrmann, dieses eine Solo müssen wir uns mal zeigen, wenn Sie mal einen Finger frei haben. Und noch was, Herr Power, wenn Sie wieder mal, wenn Sie mal Zeit haben, können wir vielleicht noch das eine Lied. Shall we take it to the bridge? Na, okay, okay, es ist noch keiner da. Aber die werden schon kommen. Ich weiß schon, die machen sich ihren Spaß und kommen absichtlich eine Stunde später, nur damit sie mich ärgern. Aber die kennen sie ja gar nicht untereinander. Scheiße. Spielst du also was Feines, hä? Na, ist nicht sowas. Aber ja, ist ja wurscht. Feiern wir heute allein, man wird noch 31. Stimmung! Willkommen, und es begrüßt ihr Robbie Brenner, als bekannter Entertainer vom Gaskassier Bell, Installateur Bell. Stimmung! Apropos Installateurbälle, kennen Sie schon den? Treffen sich zwei Installateure am Installateurball. Gurtl, kennst du die neue Therme vom Weiland? Ist die besser als die in Bad Gastein? Stimmung! Hello, Döf, Döf, Lele! Hirn ist bei uns nie dabei, haha! Das stimmt ja, oder? Im Jänner, Februar wacht die ganze Stadt aus ihrem Grand und tut auf lustig, ne? Am Faschingsdienstag, sogar beim Anker, haben sie die Hirn auf und drunter sind sie grantig, ne? Und schrapfen sie aus, na, Oder in der Bank Austria sitzt der Groucho Marx und sagt, reden Sie mit uns, wir haben günstigen Kredit. Oder mein Fleischhocker, letztes Jahr auf Lustiger, Saddam Hussein. Hm? Ich sag, das ist deswegen, weil Sie für Ihren Leberkäse einen Waffenschein brauchen. Lokalverbot. Aber woher soll man denn haben, den Humor, bitte? Woher soll man haben? Wenn man Faschingsdienstag im Hauptabendprogramm in Mainzer Karneval, bitte. Wir importieren Beiträge aus Mainz, aus der Sahelzone des Humors. Ne? Oder der Villacher Fasching. Lele, Döf, Döf, da besuchen Sie sich die Südstaatler. Aber unser erster Auftritt war gar nicht auf einem Ball, der war im Altersheim. Da sind wir gegangen von Zimmer zu Zimmer. Unsere Verstärker haben wir gehabt auf diese Wagerln und haben gesungen. Einer hat immer das Bummel. Ah ja, Fasching. Ist oft trauriger als Weihnachten. Es kommt wer? 9, Rock'n'Roll, Licht, hepp! My baby drove up in a brand new Cadillac. My baby drove up in a brand new Cadillac. My baby drove up, but she's never ever coming back. Oh, baby, 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 please. Oh, can't you see that I'm on my bandit knee? Hier, das war noch der Rosenverkäufer.
war immer unser erstes Lied auf Benefizkonzerte. Wir haben Benefizkonzerte gespielt, bist du gelähmt. Das Tolle bei den Benefizkonzerten ist, man kriegt zwar nichts bezahlt, dafür sind die Bedingungen umso beschissener. Ne? Kein Licht, kein Ton, keine Zuschauer. Einmal haben wir gespielt, ein Benefiz für die Firma Toyota. Ich sag, Burschen, das ist eine Botzenschance, macht das. Und wirklich, nach der Vorstellung ist einer gekommen in die Garderobe und gesagt, ja, dann Auftritt für euch. Benefiz. Ja, du schon. Oder Benefiz für die Freiwillige Feuerwehr von irgendwo. 500 Leute, davon 450 Zoffene. Der Rest Kinder. Und du spürst die Leute total, weil sie speiben am Verstärker. Nein. Bin ich schon lieber Lehrer, ist zwar sinnlos, aber du kriegst wenigstens eine Pension. Brenners? Hallo, servus! Gitarrist, bitte? Was? Du kommst nicht? Bist krank? Musst du ein bisschen lauter reden? Red ein bisschen lauter, es ist die Hölle los, ich verstehe dich kaum. Geh, nimm sie vom Buffet, nimm sie vom Buffet. Geh, warte, ich geh wohin, wo es ein bisschen leiser ist. Ja? Spurle besser. Ja, servus, grüß dich. Du, was hast denn? Bronchitis, ich verstehe. Geh, nehm sich vom Buffet, nehm sich vom Kaviar. Ha? Was soll ich damit machen, wenn er übrig bleibt? Ausbrüten auf einer Fischfarm? Ha? Du, ich kann mich nicht kümmern, gell? Kurier dich aus, gell? Wir melden uns, ja? Okay, besser Arm dran als Bein ab, gell? Ciao. Das ist ein Kaviar, ärgert er. Den kann er sich nicht leisten, der Eisenbahner. Der kommt auf solche Feste immer mit einem großen Rucksack. Und lass dir alles einpacken, was übrig bleibt in Staniol. Sogar einen süßen Senf. Apropos, ich habe was gerettet für Sie vor den Gästen. Ist gesund, rechtsdrehend. Nein, Sie nicht, Sie kriegen rutschige Finger. Sie rauchen. Okay, gut. Vielleicht dann, wenn das Betragen dementsprechend ist. Jetzt feiere ich meinen Geburtstag doch tatsächlich allein. Ich meine, ich habe nichts gegen das Alleinsein. Ich bin nur manchmal ein bisschen allein dabei. Ich bin nämlich ein totaler Gruppenmensch. Ich bin sehr für die Gruppe. Gruppendynamik, Gruppensitzung, Gruppenermäßigung. Gruppensex weniger. Dafür waren die anderen immer zu individuell. Was wir immer gemacht haben auf der Uni, im Proseminar, mit dem Schorsch. Brenners, komm her, wir machen jetzt unsichtbares Theater, verstehst? Wir müssen die Bürger wachrütteln, verstehst? Sie müssen wieder sensibler werden für die Umwelt, verstehst? Wir gehen jetzt zum Billa und hauen uns in die Goschen. Ich habe ihn schon fast mit der Kompottdose unterschlagen. Aber die Bürger sind weitergegangen, verstehst? Am Schluss kam die Polizei und hat uns angezeigt, so unsichtbar war unser Theater. Oder experimentelles Theater auf der Uni. Audi Max, eine leere Bühne. Nein, nicht ganz leer. Im linken Eck steht der Schizophrener und lässt einen Schaß. Dann rennt er geschwind ins rechte Eck und schreit, hey du, das können wir doch nicht machen. Ja, da haben's gewogelt, die Tabus. Bitte, wem willst du helfen im Experimentellen? Bitte den Bettlern vielleicht, die immer sitzen beim Bankomaten. Wieso eigentlich immer beim Bankomaten? Gab es, dass er undicht wird? Bin ich deswegen ein Unsympathler, weil ich ein sauberes Hemd habe und ein Sakoji? Oder weil ich lieber den Chianti 1982 trinke und nicht den um 1990 vom Konsum, wo du noch einen Blindenhund brauchst? Ich spende eh. Kinderkrebshilfe, Caritas, Sporthilfe, bin überall dabei. Was heißt, spende schon gar nicht mehr selbst. Abschöpfungsauftrag, wuppo. Ne? Brauch keinen. Diesen. Also. Brenners? Ja, grüße, Herr Direktor. Grüße Sie. War keine Störung vorhin. Ja, ja. Bitte? Morgen erste Stunde supplieren. Sehr gerne. Wollte schon selber vorschlagen, wollte schon selber anrufen. Ja, alles klar. Wunderbar. Gerne. Ist eine klare Sache. Gerne, mache ich klar. Okay. Komm ein bisschen früher, um 7 kann ich mich vorbereiten. Alles klar. Ja, bleib ein bisschen länger, kann ich mich nachbereiten. Wunderbar. Ja, okay. Gut. Grüße. Sie kommen nicht. Aha, wir hätten was vorbereitet. Ah, gut, nächstes Jahr. Okay, grüße. Grüße, eine Gattin. Schönen Abend noch. Grüße. Arschloch. Wurscht.
Sollen Sie mich kündigen? Ich fahre fort. Interrail. Na, bin ich schon zu alt. Seniorenticket. Interrail, yeah, yeah. Ein Monat ins Dorfer Dosen. Das hältst nur so jung aus. Inzersdorfer Dosen, Erbswurstsuppen, Kekse. Gott sei Dank hast du noch einen Monat fahren dürfen. Ich war ein Kind, das zwei Monate gefahren, das mit Skorput zurückgekommen. Und diese Kocher, was du für eine Erde für einen Tag brauchst. Und vier Kartuschen. Yeah, yeah. Interrail, 3 Wochen nicht waschen. Klar, du willst dein eigenes Zugabteil. Ne? Das Blöde ist, die anderen haben die Idee auch gehabt. Da stingen deine Socken von Allah. Wenn sie nicht aufpasst, machen sie einen Fluchtversuch. Ja! Und die Mädels auf Interrail, die Mädels. In einer spanischen Bar ist einer zu mir gekommen und hat gesagt: Mensch, dich fick ich gleich vom Hocker. Die Deutschen haben schon recht, ne? Die Deutschen, die schicken im Sommer den ganzen Abschaum über Europa, damit sie daheim Ruhe haben. Ne? Sollten wir auch machen, aber wer bleibt dann daheim? Nein, nein, ich war nie im Süden. Das mag ich nicht. Wenn du aussteigst aus dem Zug, es stinkt nach Sonnencreme. Weil immer in Norwegen, du steigst aus, es stinkt nach Fisch. Ah, das ist ehrlich, ne? In Norwegen geht die Sonne nie unter, oder? Tut zumindest so, als ob. Da frühstückst du um 10 Uhr auf die Nacht. Und du merkst nur, dass Nacht ist, weil kein Bus kommt. Denkst du, strange, ne? Seit 11 Stunden kein Bus. Stehst du zu zweit? Der Polarkreis und du? Aber der hat keinen Stress. Du stehst natürlich nicht so, du stehst so. 25 Kilo Inzersdorfer Dosen. Die darfst du nicht abstellen wegen einem Grundwasser. Einziges österreichisches Nahrungsmittel, das damals schon EU-Niveau hatte. Nach 12 Stunden kommt der Bus. Steigen Sie aus, 5 Stück. Gurkler, hast du noch Banane? Wir haben nur einen Futter gegenüber den Deutschen, wir sind weniger. Hm? Oder Irland, Irland, mal Irland, Irland. Kilometer Sandstrände, kein Boot, 12 Grad. Ne? Und die Mädels, rot und katholisch, ist selten. Ne? Die sind so katholisch, die haben nicht einmal noch Gummiraffen auf die Autos. Da geht nix. Da musst du schon heiraten, einmal, zweimal, dreimal. Ja. Ja, aber es wäre nicht gegangen, ich habe damals schon meine Frau gehabt, die Silvia, und die war irgendwie unlocker. Ich war oft Skikursbegleiter in Tirol und meine Frau war unlocker. Komm her. Was ich an Tirol so mag, ist der Föhn und so. Sicher. Das Tolle am Föhn ist, die Luft ist so klar und so warm, aber es ist irgendwie so eine klare Wärme. Sicher. Sag, bist du direkt aus Wien, ha? Sicher. Warum? Weil du nicht unsympathisch bist, aber man denkt, du bist von woanders. Hast du einen Freund? Sicher. Bist du ihm treu? Sicher, manchmal. Nimmst du was? Sicher, die Pille. Und wie ist das so? Nicht sicher. Nein, das meine ich nicht. Ich meine so als Frau gesehen, gesundheitlich, ist es nicht wahnsinnig ungesund, so immer schwanger sein? Ich nehme sie nicht immer. Und dann sind wir noch im Boden aufgegangen und waren ganz allein
die Claudia, der Föhn, der Herrgott und ich. Meine Frau war unlocker. Dann hat sie Briefe auch noch gefunden, nach einer Stunde habe ich es zugegeben. Jetzt will sie sich scheiden lassen in einer Woche. Aber dass ich meinen Buben auch nicht mehr sehen soll, jetzt, wo er endlich durchschläft. Dabei, ich habe alles gemacht für sie. Bin extra zur Partei gegangen, nur wegen ihr, was heißt zu einer? Zur Gewerkschaft bin ich gegangen, wegen ihr. Und aus der Kirche bin ich auch nicht austreten, alles nur wegen ihr. Ma, waren wir wilde Hunde. Und so locker. Ma, waren wir locker. So wie die Kalifornier. Wenn du nach Kalifornien kommst, denkst du mal eine Woche nur, pfuh. Pfuh. Wenn die Phase vorbei ist, denkst du dann, bist du deppert. Sind die alle locker da? Wieso können die überhaupt noch aufrecht gehen? Hi, Robbie, hau, 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 hau. Die machen schon so ohne Kaugummi, gell? Das ist genetisch. Geklont. Hi, Robbie, nice pants you've got, Austria, Australia, fuck, fuck. Wenn es dann zwei Wochen tut, bist du nimmst das Lockere total an. Das kriegst du nicht mehr weg. Wenn du dann wieder heimkommst zu den Alpenzwerge, bist du auf einmal der Lockerste. Als Lehrer. Hallo Erik, servus, ich bin jetzt 30 und kann jetzt da Arsch. Hä? Aber so viel blöder ist, ist der Anrufbeantwortertext. Ich rede trotzdem drauf. Du Erich, 30, Halbzeit. Viel kann man nicht mehr passieren. Ich meine, Masern kriege ich nicht mehr. Aber ich habe gehört, man wird total potent ab 30. Du hältst das total lang aus im Bett, aber wer will das schon? Erich, stell dir vor, sich am linken Auge schlechter. Ich hab was mit 30, das nimmer besser wird. Das bleibt mir, auf das kann ich mir verlassen. Und meine Zähne sind auch schon so schlecht. Ich kann mir ausrechnen, wann kriege ich meine dritten? Da kann ich mir was aussuchen. Entweder gibt's eine oder ich lasse heraus. Entweder ich kann's beißen und ich schmeck's nicht. Oder ich schmeck's, aber ich kann's nicht beißen. Erich, kannst du erinnern, wie wir locker waren in der Schule? Ich habe gesagt, ich bring mich um mit 30, es war euch wurscht. Aber jetzt sage ich dir was von Lehrer zu Lehrer. Wenn ich mich jetzt umbringe, dann hat das Folgen, nämlich du musst morgen supplieren. Yay! Yeah. Ah. Ja, die Kollegen. Ich habe jetzt so einen Junglehrer hinten sitzen in der letzten Reihe, bei Wagerl. So einen hektischen Brenner! Ich schaue immer heimlich, ob er nicht ein Starkstromkabel irgendwo drin hat. Nein! Der kehrt so, der ist so baut! Brenner, Sie müssen mehr singen im Unterricht! Wer fehlt? Niemand! Er bringt immer seine eigenen CDs mit in den Unterricht. Wenn er rausgeht, dann rauchen, spielen wir Frisbee damit. Ah, man darf nicht unfair sein. Wenigstens wackeln die Tische nicht mehr. Und er will alles ausdiskutieren. Badura, du spuckst beim Schreibtisch, red mal drüber, was spürst du dabei? Ich meine, das haben wir hinter uns, ne? Ich habe auch viele neue Ideen gehabt, aber nie als Erster. So einen wie mich lassen sie auf junge, unfertige Menschen los, weil ich bin gar nicht der Schlimmste. Bin im Mittelfeld. Verfolgergruppe. Wir bringen einen Schmarrn bei, den sie im Leben niemals brauchen können, sind dabei noch ungut, kriegen dafür auch noch bezahlt und haben 4 Monate im Jahr frei. Jetzt wissen wir, warum es so viel gibt. Vielleicht sollte ihr alles ganz anders machen. Hey Burschen, das ist der Bach, den hören wir uns jetzt nicht an. Wer sich den Bach anhören will, soll es in der Heim anhören. Leiser da hinten mit den Skiübertragungen. Wenn es blöd seid, ich spüre was von der Steffi Werger. Das kommt. Oder noch schlimmer, ich spüre selber was am Klavier. Ich spüre das Lied vom Richie. Der Richie war der Schlagzeuger von den Violets, der hat sich umgebracht, der hat es geschafft. Das Lied habe ich gemeinsam geschrieben mit dem Czerny. Der Czerny ist der einzige von den Violets, der heute von der Musik leben kann, der Unsympathler. Der spielt jetzt irgendwo unten in Filden am Wörthersee, Kärnten. In der Mama Lulu Bar von 120 Beef geht, da los das Duschen, der Czerny, da los das Duschen.
mit einem Wesensacku und einem Pötzkuschall. Und trug da noch ja gut. Aber damals war er engagiert, der Czerny. Das Lied vom Richie mit einer ordentlichen Einleitung, weil Ordnung muss sein, auch bei uns herum. Es hat damals Kritiker gegeben, die haben gemeint, diese Einleitung wäre zu lang. Wir haben es noch länger gemacht, wir waren Revoluzzer. Aufgewachsen in der Siedlung, schlägt vom Vater ein Schlüssel um ein Haus. Dann ist der Czerny gekommen. Mit 12, das erste Mal, der erste Joe, das erste Gift, was soll's. Mit 16 der erste Bruch. Das neue Sticks fürs Zeigl und eine neue Fußmaschine. Am nächsten Tag beim Kiefern auf Besuch. Wieder schlägt vom Vordern, die Brüne ist hin. Wieder schlägt vom Vordern, au. 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 Und dann ist der Refrain gekommen. Ritschi, Ritschi, geh fort. Geh an 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 den Ort und bleib dort. Schwitz Blut, nimm ein Hut, geh fort. Sternstunden des Austropopsch. Wieso hat es der Czerny geschafft und ich nicht? Ich war schon, er hat es österreichisch gemacht, er ist mit den richtigen Saufen gegangen. Dabei, er war gar keine imposante Erscheinung, er hat total viel Schuppen gehabt. Daher das weiße Sakko. Na ehrlich, ehrlich, wenn der ein bisschen heftiger nachgesagt hat, ist zugegangen wie in diese Weihnachtskugel. Dabei, er war mein Freund eine Zeit lang. Wo sind die alle hin, die Freund? Die Freund verschwinden aus deinem Leben oder werden blatt. Es ist nicht das Schlimmste beim Mann, wenn er richtig dick ist, aber da dünn, da dünn, da dünn, da und da, boah. Wieso wird man eigentlich da zuerst dick? Oder wie haben die die Pyramiden bauen können ohne Kran? Oder warum haben immer diejenigen, die in der Sauna die frauenfeindlichsten Witz machen, warum haben immer diejenigen den kleinsten Schwanz? Danke für den Damenapplaus. Auf Guss, meine Damen, mit einem 80-prozentigen, die restlichen 20% hauche ich dazu. Gar. Dann gibt das Handtuch weg und was hat er? Wimmel, ne? Ist immer so. Ja, ja, die klassen Burschen, ich mag's. Oder unlängst vorher mit einem Dachsler. Und weil man gerade im Stau stehen, glaubt er, kann man Witze erzählen aus dem Jahr 1965. Mein Fegefeuer, wenn ich einmal stehe, bekomme ich das Kammerl, wo es 24 Stunden Witze erzählt. Und noch dazu so gute. Kennen Sie den? Warten Sie, wie ist der gegangen? Ich bin hinten gesessen mit einem Ruhepuls von 200. Ah, Hobiam. Ich war bereits vergilbt. Warum kann eine Frau nicht gleichzeitig Ski und Gescheit sein? Na, da war er zum Mann. Wir sind weitergefahren, er hat mir nichts abgezogen, kein Schmerzensgeld. Kommen zu einer Kreuzung, steht eine Frau draußen, 40 Jahre gut aussehend. Er kurbelt ab und schreit aus: Popo, Alter, aus das Gegenge. Musst dir vorstellen, da sitzt vor dir im Taxi ein 120 Kilo Schweinchen. Anzwickt auf 1,60 Meter. Brillen wie Joghurt gießen. Und sowas traut sich Witz machen über Frauen, Burschen, gibt's keinen Spiegel mehr. Der muss doch einen Rückspiegel haben, gesetzlich. Die Klassenburschen, ich mag's wirklich. So wie der Heinzi aus der Pfarre. Heinzi war Sportler.
auftrainiert auf ein Cornetto. Heinzi, wie spät ist? Ich hab's noch nicht so lang. Heute ist er bei der Polizei. Wo sind die alle hin? Zu den Frauen. Gäh! Alle haben so einen Stress. Stress, Stress, Stress. So die ganzen Typen mit den Handys, ne? Sitzt beim Chinesen, auf einmal geht's hinter dir. Blub. Blub. Denkst du, was ist los? Ist ein Herzschrittmacher gegangen? Servus, Gosti, grüß dich. Du, mein BMW geht super, bin in Salzburg in einem Sinn, aber nur im Standgas. Gehört, man kriegt so ein Gerät nur mit einem IQ unter 100. Einziges. Wir begrüßen die Zielgruppe. Einziges Rätsel. Sie haben meistens tolle Frauen dabei. Deshalb. Vielleicht sollte man eins kaufen. Aber wie mache ich das mit einer IQ? Vielleicht genügt es, dass ich sage, ich bin Lehrer. Ja, ja, die tollen Frauen, so wie die Trixi aus der Pfarre. Ganz egal, welche Musik sie gespielt haben. Sie hat alles gleich tanzt. Sie war ein Wanderpokal. Heute ist sie bei der Raiffeisenkasse. Und bei der Aktion Leben. Ich weiß nicht genau, wie sie das meint. Wo sind die alle hin? Kann er wie bleiben, nur meine Mutter. Aber das ist auch nicht abendfüllend. Der Anchi. Anchi war cool. Anchi war souverän. Anchi war lässig. Außer wenn er was getrunken hat, dann war's aus. Einmal hat er mit mir gewettet, er kann Rolling Stones auf die Kachel wichsen. Das hat nicht einmal gereicht für U2. Heute ist er Oberarzt, was sonst? Oder Frau und zwei Kinder, eine Mätresse in Bratislava. Oder die Tini, mach die Tini. Die hat immer so indische Schals gehabt und Pickeln. Die hat ausgeschaut wie ein Riebisselkuchen. Die hat immer ganz allein tanzt, ganz allein bis zum Schluss. Bis man es gefunden hat mit einer Überdosis. Aber sonst war die Pfarre total in Ordnung. Und am Schluss sitzt dann im Altersheim im gestraften Pyjama, keiner kommt. Wenn du frech bist, stöhnst du dann noch die Zehnt aus dem Glasl. Am Land ist besser. Am Land in der Großfamilie. Wenn du da alt bist und hilflos, sind wenigstens nur die eigenen Leute zu dir geschissen. Aber in der Stadt kommst du ins Spital und das ist wie in Beirut, nur leiser. Ich war einmal als Kind im Spital, da warnt's die ganze Nacht, da kommt keiner klar. Was bist denn schon, du bist ein Kind, gekommen. Und in der Früh sind sie total freundlich zu deiner Mama. Und die Mama glaubt ihnen natürlich viel mehr als dir. Aber glaubt, was bist denn schon, du bist ein Kind. Vielleicht ist das der Grund, warum sie Kinder und alte Menschen so gut verstehen. Weil sie sich nicht wehren können gegen die ganzen Arschlöcher dazwischen. Im Altersheim ist genauso, nur davon hört man nichts im Seniorenclub. Da kommt irgendein Soubrette und singt, aber Herr Marquis, ein Mann wie Sie. Frau Kammersänger, schauen Sie mir natürlich bitte. Und alle Boschen und glauben, das bleibt so. Na! Nach dem dritten Lifting hast du die Lippen da hinten. Auch blöd, ne? Wenn du für Schminken einen Rückspiegel brauchst.
Früher war das besser, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. Ja, da sind sie gestorben mit 30, noch 20 Jahren, Bergwerk. Und es war ehrlich, ohne Lifting, gell, Bruder. Wieso zählt das heutzutage nichts? Wieso zählt das nichts? Wieso kann ich nicht sagen, hey, ich bin 70, impotent, gichtig, kurzsichtig, der letzte Dreck, weil ich das Bruttosozialprodukt nicht mehr leisten kann, aber ich kann so lange schlafen, wie ich will. Haha! Ha. Wieso zählt das nichts? Ma, was hätte aus mir als werden können? Aber ich stehe noch alle Türen offen. Bin Lehrer, 30. Manche werden Bürgermeister. Möglichkeit Nummer 1, eine neue Beziehung und nach 2 Jahren ist nichts mehr miteinander, weil das Testbild im Fernsehen spannender ist. Oder keine neue Beziehung und du gehst mit deinen Schülerinnen ganz pädagogisch ins Bett. Wie kommt man eigentlich pädagogisch? Weiß ich nicht, aber du gibst endlich einmal was weiter. Oder Abendclub mit der René, wit, mit der Dame, das große Sangria-Sack-Hüpfen beginnt bald. Und dann mit irgendeinem Strand ist ja wurscht mit Wäsche. Und die Spannung besteht darin, dass du nicht weißt, was du kriegst. AIDS, Malaria, Sonnenallergie. Roulette Mediterranee. Oder du verliebst dich nochmal neu und stehst auf in der Früh und denkst, hey, es ist wieder morgen nach Weihnachten, da war was, jetzt sich ist wieder. Plötzlich sind da die ganzen Idioten wurscht. Du gehst auf der Straße und pfeifst grundlos, alle schauen. Du waschst gerne das Geschirr, die fettesten Reindeln, die fettesten Pfandeln. Du kannst minutenlang lachen, weil dein Morgenständer in der Boxershirt so deppert ausschaut. Und ein kleiner Blick, ein ganz kleiner Blick, kann die ganze Köden von dir wegnehmen. Du stehst auf, es hat einen Sinn. Du legst dich nieder, es hat einen Sinn. Du gehst arbeiten, es hat einen Sinn. Oder du bleibst allein. Mit 80 finden sie dann in deiner Wohnung, aber erst nach Wochen, in einem anderen Aggregatzustand. Na klar, du gehst ja niemanden ab in der Stadt. Der Postlaut glaubt, du bist schon wieder im Spital. Sind doch Perspektiven. 1, 2, 3, 4. Bürgermeister gar nicht mitgerechnet. Feiern wir heute allein. Krematorium. Na, brenn jetzt, Scherzchen. Hallo Erich, grüß dich, hast du meine Nachricht gehört? War nicht wichtig. Bitte? Es ist nur ein bisschen ruhig, es sind noch nicht alle da, ja? Bitte, was du kommst, wann? Jetzt gleich? Nein, ist kein Problem, wo bist du denn schon? Am Eck, alles klar. Licht! Tempo, aufwachen, meine Herren, Tempo! Wozu bezahle ich euch? Tempo, Tempo! Eröffnungsruf, Tempo, Tempo! Wo ist schon wieder ein Sakko? Wieso muss ich denn mal suchen, wer Trüffelschwein? Das gibt's nicht. Komm, hey, Tempo, Tempo! Hallo Erich, sitzt hier, wo du Platz findest. Willkommen, meine Damen und Herren, es begrüßt hier Robbie Brenner zu unserer kleinen, bescheidenen Feier. Yeah! Ich möchte gleich mal die Band vorstellen, es ist die Violets Revival Band. Applaus für die Dead Violets, Dankeschön! Und um die Stimmung gleich einmal zum Höhepunkt zu bringen, ein paar selbstverfasste Couplets. Sehr bemühtes Solo, aber ich kann mir das vorstellen.